Herzlich willkommen zu meinem ersten Schachblock. In diesem Schachblock möchte ich so ein bisschen beschreiben meinen Weg zum FIDE-Meister. Das ist nämlich jetzt so das große Ziel von mir oder erstmal ein Ziel, den FIDE-Meistertitel zu erreichen. Und ja, mit dem Blog möchte ich immer so ein bisschen beschreiben, was ich so trainiere. Das ist natürlich auch ein bisschen Ansporn für mich, dann was zu machen, was zu trainieren und euch einfach mal auf dem aktuellsten Stand halten. Und natürlich ab und zu werden dann auch immer Trainingsvideos kommen. Diese werden also der Schachblock wird wöchentlich erscheinen, dann halte ich euch immer so auf dem Laufenden, was so in der Woche passiert ist, was ich so trainiert habe, ob ich trainiert habe, was ich so gemacht habe. Ja, und ich würde sagen, dann fange ich auch gleich mal an hier. Sind hier auf leadchess.org und ich mache ein bisschen Taktiktraining, weil ich finde Taktiktraining unglaublich wichtig und Taktiktraining macht mir persönlich auch Spaß. Und es hilft auf jeden Fall, die Spielstärke zu verbessern, denke ich mal. Okay, hier haben wir Schwarz. Das, was als erstes auffällt. Bauer braucht noch einen Zug, dann ist er durch. Und ja, dann haben wir ein Problem, weil da geht mir eine Dame. Was auffällt, ist, dass ich jetzt zum Beispiel Turm D1 spielen könnte, dann A8 Dame, Turm H E8 Matt. Und ja, also mal rechnen, Turm D1. A8 Dame funktioniert nicht, aber F3 funktioniert noch. F3, um dem König hier ein Feld zu machen, weil dann ist Turm H E8. E1, kein Matt mehr. Aber auf Turm D1, F3 funktioniert, glaube ich, König G3, um die Felder hier abzudenken. Also die Idee ist, den Turm da dort drüber, um mit dem anderen Turm Matt zu sagen. Macht er sich ein Feld, gehe ich hier hin. Und dann sollte es Matt sein. Mal gucken, ob es richtig ist. Ja, das ist der beste Zug. Er spielt F3, ich spiele König G3. Was auch noch ganz wichtig ist, dass er hier kein Schach hatte, mit dem Turm oder mit dem Läufer. Und dass das jetzt hier matt ist. Sehr schön. So, Training fortsetzen. Und gleich mal eine neue Stellung. Als erstes mal aufs Material gucken. Was auffällt, ich habe eine Leichtfigur weniger. Das ist natürlich nicht so toll. Aber wir haben ziemlich gute Kompensationen hier noch gar nicht entwickelt. Und mal schauen, ob hier irgendwas funktioniert. Hat hier gerade auf E5 wieder geschlagen. Und was jetzt eigentlich ziemlich leicht auffällt, ist, was mir eigentlich hätte auch schon viel früher auffallen müssen: Läufer schlägt C6 Schach mit der Idee B schlägt C6, Dame D8 Matt. Also, wenn man hier sieht, Dame D8 wäre matt, aber der Springer kann noch ausschlagen. Das heißt, wir müssen die Verteidigungsfigur entsorgen. Das heißt, wir nehmen sie raus. Dann zieht der Läufer dazwischen, das habe ich gerade nicht gesehen. Sowas will ich eigentlich verhindern, dass ich so eine Züge einfach nicht sehe. Aber das sollte trotzdem funktionieren. Jetzt funktioniert, glaube ich, Turm schlägt E5. Dame schlägt D5, Dame schlägt D7. Matt, das heißt, er kann den nicht wiedernehmen. Ja, das sollte gut sein. Oder für Läufer E7, den habe ich auch gesehen. Turm schlägt E7. Jetzt ist die Frage, was ist am besten? Ich glaube, einfach auf F5 nehmen, oder? Ist jetzt die Frage, ob das matt wird. Auf leadchess.org gibt es halt manchmal so Probleme, dass, wenn man halt eine Gewinnzüge sieht und die dann spielt und die dann natürlich auch gewinnen, wird es aber trotzdem als falsch anerkannt, weil man nicht matt gesetzt hat, weil zum Beispiel matt gegangen wäre. Ist natürlich besser, aber auch immer ein bisschen ärgerlich. Gut, Turm schlägt E7, König F8, dann können wir auf D7 nehmen und haben ziemlich viel mehr. Kann er hier auf G5 nehmen. Dann hat er einen Turm. Ne, warte, dann haben wir ja nichts mehr. Doch, haben wir Läufer mehr. Ich könnte jetzt auch die Dame einfach rausnehmen. Was passiert, wenn ich die Dame rausnehme? Ich glaube, das sollte einfach reichen. Ja. Ich meine, ich habe einfach eine Dame gewonnen. Gut. So. Wieder gucken, Material. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir sogar eine Figur mehr. Aber es droht hier einzügig matt, wenn ich jetzt nichts mit Schach mache, nichts forciert ist. Was natürlich unangenehm ist. Gut, der König steht hier ziemlich offen im Zentrum. Hier ist bestimmt irgendwo ein Matt in der Luft. Ist nur die Frage, wie man jetzt am schlausten Matt setzt. Oder wie man überhaupt Matt setzt. Man könnte auf F6 nehmen mit dem Bauern. Dann hätte man auf jeden Fall schon mal eine Gabel. Der König hat nur noch ein Feld. Der König muss hier hin. Ich mache ein bisschen Pfeile weg.
Also hier, dann muss der König dahin. Könnte man hier mit Doppelschach rausnehmen. Und das sieht mir schon ziemlich gut aus. Oh, und das ist falsch. Wahrscheinlich, weil wir ein Matt hatten, was ein bisschen besser ist. Ja, yep, da war ein Matt. Ah, das ist ärgerlich, dass ich sowas nicht sehe. Aber ich glaube, meiner Meinung nach gewinnt G schlägt F wahrscheinlich auch. Nochmal zurückgehen. Weil kann ich ziehen. G schlägt F. König kann nur noch Dach da. Nehmen wir hier raus mit Doppelschach. Das heißt, die Dame kann auch nicht nehmen. Gut, er kann halt noch abhauen und es ist kein Matt, deshalb ist es schlechter. Und der hat hier vielleicht noch irgendwelche Dauerschachmöglichkeiten. Was aber auch eher unwahrscheinlich ist nach Dame D7, Dame, obala. Dame D7, Dame G7. Aber gut, so ist es halt. Matt ist natürlich besser als eine gewonnene Stellung. Gut. Material. Wir haben einen Turm und einen Läufer weniger. Da hängt allerdings ein Turm. Dame schlägt, obala, Dame schlägt A8. Der König geht weg. Turm D5 Schach. König C4 ist der einzige Zug. Und dann sehe ich irgendwie keine Fortsetzung, ist ein bisschen doof. War die Pfeile irritieren mich ein bisschen. Was funktioniert noch? Hier funktioniert noch ein Schach auf C4. Dame schlägt 8, König B5, Turm D5 Schach. Gut, der Läufer kann nicht dazwischen gehen, weil dann die Dame hängt. Das heißt König C4. Und wie geht's weiter? Das ist nicht einfach zu sehen irgendwie. Oder ich bin einfach gerade wieder blind, wie sonst was. Was ist denn? Dame schlägt A8, König B5, Turm D5 Schach. König muss ja nach C4, wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Aber dann ist die Fortsetzung gar nicht mal so leicht. Dame C8, ja gut, dann nimmt er mehr von meinem Turm weg. Gut, mein Dame hängt auch, das heißt, es wird wahrscheinlich, wenn es tatsächlich ein Schachzug ist und der Turm kann schlecht Schach setzen, dann muss es wahrscheinlich ein Damenzug sein, weil wir sehen noch andere Schachmöglichkeiten berechnen. Dame C4 Schach. König B7 funktioniert nicht, wegen Turm D7, König B8, Dame C7 Matt. Das heißt, er muss den Turm dazwischen ziehen. Dann habe ich auch keinen Schach auf D6. Oder habe ich? Ne, ich habe keinen Schach auf C6. Dame C4, Turm B5. Gut, Schlagmöglichkeiten berechnen im Turm, aber die habe ich ja nicht von Anfang an ausgeschlossen. Ah, Dame schlägt B6, König schlägt B6 und es gibt keine Fortsetzung. Dame C4, Turm B5, hier gibt es aber auch nichts. Komisch. Dame schlägt A8, König B5, ich hätte auch noch C4 Schach. Das wird, das ist es. Das sieht ziemlich gut aus. Meine Güte. Kann die Schachmöglichkeit nicht berechnen. Dame schlägt A8, König B5, C4. Der König muss schlagen, weil sonst kommt Dame D5 Matt. Egal was er macht. Und wenn er auf C4 steht, dann kommt trotzdem Dame D5 Schach. Dann geht er nach C3. Theoretisch könnte ich die Dame gewinnen, aber da gibt es bestimmt auch noch was Besseres. Aber ich denke, das sollte die Lösung sein. C4, genau, muss nehmen. Jetzt nochmal überlegen, ich könnte die Dame halt gewinnen. Technisch sollte es, glaube ich, gewonnen sein, wenn ich die Dame gewinne, aber bestimmt gibt es hier noch irgendwo ein Matt. Damit die 5 Schach sieht aber ziemlich gut aus. Ja, König C3 und jetzt mal gucken, wo hier das Matt sich versteckt.
Dame D3, ach, Dame D3 Schach, König A2, B2, Turm B1, König A2, Dame C2 Matt. Also Dame B2, Dame C2. Das sollte es so sein. Das sollte es wohl sein. Gut, und ich denke, mit diesem ersten Video oder mit diesem Mattbild werde ich so rum. Mit diesem Mattbild werde ich mein erstes Video beenden. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, und wir sehen uns dann beim zweiten Schachblock. Wenn ihr Ideen habt, was man denn so trainieren kann, wie man denn, was man denn so machen sollte auf seinem Weg zum Fidemeister, ja, was man so trainieren kann, schreibt mir doch am besten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn dir meine Videos gefallen, abonniere mich doch. Wenn du oben links auf den König klickst, kommst du zu meiner Let's Schach Playlist. Wenn du unten rechts auf die französische Verteidigung klickst, kommst du zu allen meinen Playlists. Viel Spaß noch auf meinem Kanal.